Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir werden jetzt hier unten zweimal von Fullstack-Armeen oder anderthalb Fullstack-Armeen angegriffen. Und ich check nicht wirklich, warum der mit den beiden Armeen eben Pergamon da in Ruhe, ja, belagern lässt, aber ja, die sind ja nie immer, also die sind ja nie wirklich clever da. Die sind gerade marschiert. Dann würde ich mal sagen, bauen wir hier alles aus, weil wir es uns leisten können. So, das da noch, das da noch. Das da. So. Alles klar, jetzt haben wir alles. Gut. Jetzt ist die Frage, also wir werden so weitergehen wie Alexander, also hier so die Runde, beziehungsweise er ist ja hier rüber nach Indien und dann hier runter und dann hier ist er dann gestorben. Ja, der Wunsch kam auf, dass ich weiterhin angreife, also so tun soll, als würde Alexander noch leben oder überlebt haben und alt werden. Ja, ich glaube, das würde ich dann so gestalten. Er ist ja nach Indien rüber. Also er wäre hier weitergegangen, aber sagen wir mal, die ganzen giftigen Tiere und so weiter, die hätten ihn zurückgebracht, zusammen mit seinen Einheiten, die gemeutert haben. Dann wäre ich hierhin, hier Pause gemacht und er hätte dann wahrscheinlich das da erobert. Und dann wäre er hier weiter. Genau. Und dann werden wir, also wir werden quasi den ganzen Osten und den ganzen Süden einnehmen. Ich glaube, das kann man durchaus tun. So, du bekommst... Ui. Ah, du bist ja die... du stiehlst. Du scoutest ja, ne? Das ist so komisch zu sehen, dass Rom nur noch eine Stadt hat, ne? Ja, Sparta ist hier rübergekommen, wie früher die... wie früher Epirus. Habe ich auch im Epirus Let's Play erwähnt. So. Kinder des Zeus bekommt nichts. Und wir haben eine neue Forschung. Königliche Kaserne. Verstärkung. Meister. Pferdezucht. Waffenschmiede. Ja, dann gehen wir mal hier lang, oder? Das können wir hier machen. Die beiden. Kultur. Und politische Vorkommnisse. Das machen wir zuerst, weil die politischen Vorkommnisse, die sind zu Beginn echt nervig. Am Schluss ist es kein Problem mehr, aber zu Beginn eigentlich schon noch. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Pergamon jetzt das eingenommen hat. Okay, also das wird er auf jeden Fall nicht einnehmen können, also noch nicht. Er wird versuchen, das
zum Aufgeben zu bewegen. Was will der denn jetzt? Hä? Koresse mir. Die Geister haben bemerkt, dass... Ja, ist schön. Koresse mir. Was ist los? Siedlung wird belagert. Natürlicher Tod. Oh. Militärisch. Ja, bestochen, woraufhin die... Wow. Kind ist geboren. Sezession auch noch, okay. Attentat kann ich noch nicht machen. Oh, Sezession. Warte mal. Da ist Sezession und da ist Sezession. Das ist ja quasi... bisschen unpraktisch, dass da jetzt eine Sezession ist. Ich brauche eine Armee. Da, die 10.000. Wunderbar. Kommt mal bitte her. Bevor der blöde Pergamon-Typi das übernimmt. Sollte das der Fall sein, würde ich ihn sogar angreifen. Ich spiele mal das Gefecht. Weil der verliert mir zu viel. Es ist sehr, sehr freundlich, dass er zu mir kommt. An seiner Stelle hätte ich genau das Gegenteil gemacht. Beziehungsweise er konnte gar nicht in der Stadt sein, bleiben. Weil ich nämlich die Armee... Nebel ist gar nicht so schlecht. Da treffen die Katapulte weniger. Der musste ja jetzt rausgehen, weil ich ihn draußen angegriffen habe. So. So, 1, 2. General bleibt hier. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Oh, von hinten. Zurück. Er ist jetzt ein bisschen verzwickt. Weil die Katapulte sind hier halt immer noch, ne? Das ist gut, der schießt nicht.
weiter zu euren Diensten. Zerstückelt sie! Befehle? Mudas! Befehle? Aus der Formation! Befehle? Verführung! Unser General wird angegriffen! So, da geht's weiter. Der macht eben den nächsten, der backt da rum. Das ist gut für uns. Gut, das war erstmal das. Die Hauptarmee kommt ja noch. Ah, die bewegt sich schon ein bisschen. Ausspielen. So, währenddessen können die da schon mal sich in Bewegung begeben. Ach komm. Das dauert mir jetzt zu lang. Feuer frei, Jungs. Ich muss so schnell wie möglich hier reinkommen. Der lebt ja immer noch.
darauf habe ich gewartet. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dahin gehen. Nee, die Kavallerie habe ich ja mehr als genug. Ist gefallen. Ja, natürlich ist er gefallen. So eine Pflaume. Ja, so schmal. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, abgesehen davon, dass unser General vom Pferd gefallen ist. Hoffentlich hat's wehgetan hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt mal eine richtig krasse... einen krassen Rückenangriff. Da warten wir gleich. So.
So, ich glaube, der General von denen ist noch nicht gestorben. So. Ja, naja. Dies, das war nicht so gut. Der feindliche General! Jetzt hat. Naja, aber er hat uns dann mitgenommen. Ups, Entschuldigung. So. Unseren General hier. Knapper Sieg. Fand ich jetzt eigentlich nicht so. Wir haben viele edler Tod, von wegen, das waren Ärgernis. Die werden jetzt versklavt. So. Wieder das, das und das. So. Gut, die da werden jetzt Richtung hier marschieren. Der wird aber, ja, reicht eine Armee? Ich glaube schon. Ich denk mal schon, okay. So, Alexander Stolz wird weiterhin hochgehen, der ist zu stolz, um hier. So. Wir können einen Ausfall machen. Ah, der hat einen Elefant. Ich bleib hinter den Mauern. Gut. Nee, der bekommt nichts. So. Dann schon mal kurz, was die nächsten Runden geben. Rom. Oh, hä, was? Warte. Was ist da gerade passiert? Rom hat innerhalb von einer Runde. Mein ehrbarer Herr heißt mich über Gold zu reden. Innerhalb von einer Runde haben die drei oder vier Städte erobert. Nicht schlecht. Not bad, not bad. Der zieht seine Armeen zusammen. Oh, diese Knallbüchse hier. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk übrig? Ihr habt so viel und... Ja, nee. Zu dir komme ich dann später auch nochmal. Ein edler Tod. Die Pflicht ruft. Wo denn? Wo? Ah. Das nervt halt auch immer. Wenn ich nicht weiß, ob das die Kinder des Zeus, okay, nee, das ist keiner von uns. Das heißt, das kann der da sein. Und wo ist der jetzt bitte? Nee, das ist da. Natürlicher Tod. Warte. Das haben wir doch gleich. Warte, hier. Kinder des Zeus. Da. Ah ja, okay. Gut, der zieht sich zusammen, aber gegen die... Ach, shoot. Der hat das ja jetzt echt immer noch... Gut, Alexander Stolz ist ja jetzt doch nicht mehr zu stolz, um hier zurückzugehen. Ja, wobei könnte er eigentlich sein. Die werden das nicht einnehmen. Hier und da.
Du musst halt auch langsam mal zur Attentäterin werden, ne? War nichts. Ja. Ich habe jetzt ihr gar nichts gegeben, ne? Gut, der bekommt noch was. Der kann halt nur solche Nullzis machen, ne? Bürgerkavallerie. Ja, komm. Hab ja Geld. So. Dann könnte er schon mal vorgehen. Aufwerten. Du hast was bekommen. Ah, du bist der Stratege, genau. Neuer Aufschwung, sehr gut. Geheimaktion, dann habe ich 10, das ist sehr gut. Du bekommst noch eine Frau. Das auf jeden Fall. Super. Die sind noch zu jung. Uh. 29. Die bekommen 9 Mann. Ach, das war wahrscheinlich gerade der, der gestorben ist, ne? Scharfzündige Ehefrau. Kluger Ehemann. Das ist doch mal gut. 5 auf Kinder. Super. Gut. Dann. Ja. Dann sehen wir uns die nächste Runde wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Heiliger Hain. Und dann snatchen wir noch kurz durch, aber ich glaube, wir haben alles. Gut. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bye.